Wie heißt du? Hallo, ich heiße Christoph, ich bin der Jugendreferent in Plauen. Was verbindet dich mit der Jugendseelsorge oder mit christlicher Jugendarbeit? Meine Verbindung zur Jugendseelsorge ist, dass ich für die Jugendlichen im Vogtland arbeite. Aber schon seit langem bin ich mit christlicher Jugendarbeit verbunden. Ich habe selber jahrelang die christliche Jugendarbeit genossen. War Messdiener und habe mich in der Region meines Bistums in der regionalen Jugendarbeit eingesetzt. Wir haben oft Jugendgottesdienste gefeiert zusammen und tolle Filmabende und andere Sachen miteinander gemacht. Corona extra. Was ist gerade das Beste für dich im Corona-Alltag? Im momentanen Corona-Alltag ist für mich das Beste, dass gerade bei allen, aber auch bei mir bestimmte Kräfte frei werden. Jeder hat so, jeder weiß, die Notwendigkeit ist da, was Neues auszuprobieren. Es müssen neue Formate entwickelt werden. Und da ist so eine Dynamik entstanden, die mich gerade total fasziniert, und auf dieser Welle reite ich gerade und habe gerade richtig Spaß, die nächsten Jugendveranstaltungen zu planen und auch, ja, so leidige Themen wie Konzeptionsarbeit und sowas, was manchmal ein bisschen trocken ist, das macht plötzlich Spaß, weil ich weiß, wofür ich es mache, damit es wieder weitergehen kann. Welches Buch oder welcher Film haben dich zuletzt am meisten begeistert und warum? Mich hat sehr der Filmtipp vom Alex Stocker, meinem Kollegen aus Meißen, begeistert, weil einfach das so wunderschön geschrieben ist und so schön könnte ich es nie schreiben. Und die Blues Brothers sind natürlich ein toller Film. Und ich habe dann überlegt, welche Filme mir auch Spaß machen. Und ich gucke sehr, sehr gerne Bud Spencer und Terence Hill Filme. Bei mir ist ganz besonders der Film Zwei Asse trumpfen auf. Der gefällt mir sehr gut. Aber ich könnte ihn nie so besonders darstellen, wie der Alex das gemacht hat. Welche Beschäftigung kannst du zurzeit besonders empfehlen? Die Beschäftigung, die ich gerade besonders empfehlen kann, die habe ich in meinem letzten Impuls vor ein paar Wochen schon mal empfohlen. Wir hängen gerade alle ziemlich vorm Computer, weil viele Verbindungen nur übers Internet möglich sind, was auch gut ist. Und wir können dankbar sein, dass wir diese tollen technischen Möglichkeiten haben. Ich würde aber allen empfehlen, so oft wie möglich zu schauen, abzuschalten und nicht in der Vereinzelung unterzugehen und die Einsamkeit so als Idealbild, sondern eher so, um runterzukommen, zu mir selber zu kommen und dann wieder durchstarten zu können. Das ist mir ganz besonders wichtig. Und deswegen empfehle ich euch abzuschalten, immer mal wieder. Glaubenssache. Hast du ein Vorbild? Mein großes Vorbild ist mein Namenspatron, der heilige Christophorus. Ich freue mich jetzt auch ganz besonders, dass diesen Sommer im Bistum die erste Pfarrei St. Christophorus gegründet wird und das auch noch hier im Vogtland. Das ist für mich was ganz Besonderes. Aber was ist das Besondere am heiligen Christophorus für mich? Vom heiligen Christophorus heißt es, dass er auf der Suche war. Der wollte dem höchsten Herrn dienen. Und bei dieser Suche hat er auch ganz viele Umwege gemacht. Zeitweise hat er sogar geglaubt, der Teufel sei der höchste Herr, und deswegen hat er ihm gedient. Und auch wenn ich jetzt nicht gerade viel über den Teufel sprechen möchte, ist doch so ein Umweg manchmal möglich und nötig, auch bei Gott. Und das finde ich ganz toll. Ja, und der heilige Christophorus hat letzten Endes dann den richtigen Weg gefunden.
Gibt es eine Bibelstelle, die dir wichtig ist und warum? Zum heiligen Christophorus passt auch die Bibelstelle, die mir besonders wichtig ist. Da ist dieses Auf der Suche sein mit drin. Ich weiß nicht genau warum, aber schon seit ich Jugendlicher bin, hat mich dieser eine Vers aus Psalm 25 total angesprochen. Und der heißt: Zeige mir, Herr, deine Wege und lehre mich deine Pfade. Ja, groß mehr brauche ich nicht mehr dazu sagen. Diese Suche, die ist mir ganz besonders wichtig. Und ich glaube, Gott hat noch ganz viel mit mir vor und auch mit jedem von uns. Und es ist spannend, jeden Tag neu zu überlegen, was jetzt schon wieder auf einen zukommt. Gefühlssache. Wofür bist du dankbar? Ich bin ganz besonders dankbar für meine Familie. Die gibt mir momentan ganz viel Kraft. Die holt mich auch manchmal ein bisschen auf den Boden zurück. Und durch die Familie kommt auch nie so eine große Einsamkeit auf. Ich bin dankbar, dass ich jemanden habe, dass ich Menschen habe, die um mich herum sind, von denen ich keinen Abstand halten muss. Da bin ich sehr dankbar. Wenn du jetzt verreisen könntest, wohin? Es gibt einige Reiseziele, die mich reizen würden. Ich wollte schon immer mal nach Irland. Als Katholik ist das ganz witzig. Ich würde auch gerne irgendwann mal nach Rom fahren. Da war ich noch nie. Und wo ich schon mal war, wo ich aber unbedingt noch mal hinkommen möchte, ist das Heilige Land. Und da ganz besonders nach Nazareth, da habe ich mich am wohlsten gefühlt. Aber jetzt konkret freue ich mich auf den Sommer. Denn schon vor der ganzen Krise habe ich geplant, mit meiner Familie in die Nähe der Ostsee zu reisen, in ein schönes Ferienhaus. Und darauf freue ich mich. Vergangenheit und Zukunft. Was war das Verrückteste, was du je getan hast? Und würdest du es wieder tun? Das Verrückteste, das ich je getan habe. Ich weiß gar nicht, ob man das Jugendlichen erzählen darf. Das Schlimmste ist, dass ich es nicht als Jugendlicher gemacht habe, weil ich der Meinung war, ich müsste noch was nachholen. Bin ich mal in ein Freibad eingebrochen. Naja, eingebrochen. Über den Zaun geklettert, schwimmen gegangen, wieder rausgegangen. Ist kein Schaden entstanden, aber irgendwie bin ich auch nicht ganz stolz drauf. Worauf freust du dich? Ich freue mich ganz besonders auf die nächste Jugendveranstaltung. Ich habe richtig Lust, mit meinen Jugendlichen endlich wieder was zu machen. Und noch viel toller ist, dass die anstehende Jugendveranstaltung in meiner Verantwortung als nächstes die Schlauchboot-Tour ist. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Du hast eine Idee, wer unseren Fragebogen auf jeden Fall auch mal beantworten sollte? Dann schreib uns deinen Vorschlag einfach als Kommentar unter dieses Video oder schick uns eine Nachricht. Wir freuen uns schon sehr auf eure Ideen.